bin Johannes Tegner, ich bin der Abteilungsleiter des Betriebshofs der Stadt Seelze. Und Corona-bedingt darf ich euch heute einige Fragen im Zuge des Zukunftstages beantworten und sende an der Stelle erstmal beste Grüße an die jeweiligen Zuschauer. Was ist der Frauen-Männer-Anteil in Ihrem Beruf? Ja, hier auf dem Betriebshof haben wir unterschiedliche Berufsgruppen, deswegen ist das schwierig zu beantworten. Wir haben ja aber auf dem Hof 6 Frauen, die bei uns arbeiten und 40 Herren. Leider somit einen relativ geringen Frauenanteil, den wir gerne ausbauen würden. Ja, wie schon erwähnt, haben wir hier unterschiedliche Berufsgruppen. Wir haben natürlich hauptsächlich Gärtner, die in verschiedenen Bereichen arbeiten bei uns, auf Friedhof oder halt in der Grünflächenpflege, Straßenbegleitung etc. Wir haben Mechaniker im Werkstattbereich, wir haben unterschiedliche Handwerker für den Bereich von Straßen und Schildern oder halt auch in der Instandhaltung von Gebäuden. Also generell ist bei uns ein handwerklicher Beruf von Vorteil. Gibt es ein Mindestalter, um bei Ihnen zu arbeiten? Generell stellen wir natürlich Mitarbeiter ein, die schon eine Ausbildung abgeschlossen haben. Damit sind sie generell eigentlich über 18. Wie sind die Arbeitszeiten? Macht man viele Überstunden bei Ihnen? Generell haben wir eine 39-Stunden-Woche. Es gibt einige Kollegen, die zum Beispiel auf dem Friedhof noch Bestattung durchführen müssen. Dann sind die in der Woche manchmal ein bisschen länger da. Aber in der Regel sind wir halt, wie gesagt, in der 39-Stunden-Woche und wir fangen dann im Sommer auch hauptsächlich um 6.30 Uhr an und enden dann um 14:45 bzw. um 12 Uhr. Was war das Lustigste, Seltsamste, was Sie auf Ihrer Arbeit erlebt haben? Auch generell haben wir eigentlich immer seltsame oder lustige Geschichten zu erzählen. Die alle aufzuzählen wäre jetzt ein bisschen viel. Aber ich denke, das gehört einfach zu unserem Alltag dazu, dass wir immer wieder Geschichten in solcher Form erleben dürfen. Sind Sie privat auch noch viel draußen unterwegs? Ich bin wie viele meiner Mitarbeiter auch draußen privat viel unterwegs. Ich glaube, das hängt einfach auch mit der Berufswahl zusammen, dass man das ganz gerne macht. Hassen Sie Regen und schlechtes Wetter? Schlechtes Wetter gibt es generell nicht. Es gibt da Sprichwort, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Wir versuchen natürlich unseren Mitarbeitern so Kleidung zur Verfügung zu stellen, die so gut wie möglich ist, aber kalt kann es dann trotzdem zwischendurch werden. Welche Fahrzeuge haben Sie zum Schneeschieben? Ja, zum Schneeschieben haben wir 3 Großfahrzeuge, und zwar einmal einen Trecker in Form eines Fans. Wir haben einmal den LKW hier, leider derzeit ohne Schneepflug. Und wir haben noch einen weiteren LKW, der ohne Schneepflug ausgestattet ist. Dazu haben wir noch 2 kleine Fahrzeuge und 2 Kleintrecker. Wohin haben Sie den ganzen Schnee gebracht? Ja, wegbringen tun wir den natürlich gar nicht. Den schieben wir einmal nach rechts und links, in der Hoffnung, dass dann da nicht Zäune oder Ähnliches kaputt gehen. Um wie viel Uhr startet der Winterdienst? Der Winterdienst startet um 3.30 Uhr mit dem Winterdienstkontrolleur, der dann durch das Stadtgebiet fährt und 34 dann die Kollegen im Einsatz vor den Zug.